Was geht ab, Freunde? René von Viel FIFA hier und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Serie Pink Slips Road to Glory. Ja, meine lieben Freunde, die Serie kam jetzt fast 3 Wochen nicht. Das tut mir ehrlich gesagt auch richtig leid. Ich habe ja gesagt, dass ich das Ganze jede Woche rausbringen werde und das werde ich auch jetzt demnächst versuchen. Keine Sorge. Ja, in der ersten Folge ging es um Iker Casillas. Haben wir leider das Spiel verloren und mussten somit Iker Casillas abgeben. 30.000 Münzen Verlust. Egal, keine Sorge, scheiß drauf. Wir werden heute um noch einen geileren Spieler spielen. Ihr werdet schon bestimmt erraten, er fängt mit R an. Ja. Mit R, ich sag nix. Okay, auf jeden Fall, ihr habt ja auch gesagt, nee, nimm nicht dieses scheiß Starter-Team mit diesen billigen Bronzespielern, da kriegst du auch niemals was hin, die hätten nur 3-Sterne-Bewertung und so weiter. Mach dir lieber mal ein Team mit 10k Münzen oder 15k maximal. Ja, und ich habe jetzt ein Team gemacht, das hat 8000 Münzen gekostet. Ja, und das werde ich euch jetzt mal zeigen, seid gespannt. Spannung! Und... jetzt gönnt euch das Team. Party in the house, yeah! Ja, meine lieben Freunde, das ist unser Team. Auf jeden Fall hier der Sturm, alles sieht richtig geil aus, finde ich. Ich habe auch extra versucht, ein bisschen Skill mit einzubauen, damit das Ganze nicht so langweilig ist jetzt hier, wenn ich nur so passe und so weiter. Ein bisschen Skills müssen natürlich auch dabei sein bei Pink Slips. Ja, hier haben wir auf dem linken Flügel Gervinho, habe ich natürlich auch sehr aufs Pace geachtet, hier 88. Dann noch hier Bernard, der kleine Brasilianer, frisches Talent hier, super gut. 91 Tempo, Rechtsmittelfeld Magidi, 5 Sterne Skills, braucht man nichts zu sagen. Ja, und im Sturm hier Musa, 90 Tempo, 4 Sterne Skills. Und daneben Dumbia, 91 Tempo, auch 4 Sterne Skills. Ja, die Abwehr sieht ganz okay aus, kann man jetzt nicht meckern, aber ist nicht das Beste, ne? Deshalb auch 7000 Münzen, soll ja auch kein gutes Team sein, weil wir machen ja uns ein geiles Team mit der Pink Slips Road to Glory. So, jetzt zeige ich euch erstmal unseren Spieler. Didit. Musik bitte, Spannung höher. Didit, didit. Come on, jetzt. Ja. Yeah. Ja, was? Was habe ich vorhin gesagt? Er und Innenverteidiger. Er und Innenverteidiger. Ja. Ja. Go! Ramos! Sergio Ramos! Ja, meine lieben Freunde, wir spielen heute um Sergio Ramos. Unserem Innenverteidiger. Unser Ramos, unser Mann. Junge, Junge, Junge. Freue ich mich schon richtig drauf. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt das erste Spiel, wie gewohnt, wie in der ersten Folge, in der Saison spielen, weil es ist ja ein Road to Glory, wo wir noch, jetzt mal schon Double Time. Wir wollen ja hochkommen mit unserer Mannschaft in der Liga und deshalb werden wir erstmal natürlich wieder ein Spiel im Liga-Modus spielen und das zweite Spiel wird dann gegen einen von euch Abonnenten sein, der dann die Chance hat, Sergio Ramos zu gewinnen. Ich werde das Ganze natürlich wie immer, beziehungsweise den Gegner habe ich auf Facebook ausgelost. Falls ihr unsere Facebook-Seite noch nicht geliked habt, den Link findet ihr jetzt hier unten in der Beschreibung, müsst ihr einmal auf mehr Anzeigen klicken und da ist auch direkt der Link zu unserer Facebook-Seite. Dort posten wir mal, der Erste, der kommentiert, der spielt jetzt gegen uns oder wir losen uns das Ganze aus. Ja, so machen wir das ungefähr. Also schön die Seite liken, wenn ihr gegen uns spielen wollt. Das Ganze ist jetzt erstmal auf der Xbox 360. Bald kommt ja noch meine FIFA 14 Version auf der Xbox One. Und ja, dann geht's auch auf der Xbox One weiter. Und ich weiß nicht, was Stefan machen wird, ob wir das Ganze auf der PS4 weitermachen oder anfangen wird, beziehungsweise. Werden wir alles noch schauen, aber wir lassen uns schon was Geiles für die PS4 überlegen, beziehungsweise PS3. Schauen wir mal. Alles klar, wir haben unseren ersten Gegner gefunden und jetzt geht's los. Was hat er für ein Team? Garpet Munchers, der Trainer, Angriff. Oi, oi, oi. Ja, ich sehe hier Eder, dann rechts außen Oxlade Chambalane und dann noch Varane in der Innenverteidigung. Also das ist auf jeden Fall machbar, Freunde. Das ist machbar. Wir sehen uns dann gleich im Spiel. Los geht's! So, jetzt haben wir hier Bernard, Junge, der kleine Brasilianer. Guck mal, wie klein der ist und so quirlig, so schnell. Schickt jetzt hier oben Gervinho in den Lauf. Der mit seiner Riesenstirn zieht jetzt hier rein, da mit dem Finesse-Shot und schießt da irgendeinen ab. Ey, bester Mann. Oh, scheiße, fuck, 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 geh weg. Nein, nein, nein. Oh! Scheiße, der Gegner mit dem 1:0 durch Fletcher. Haben wir mal eine Sekunde nicht aufgepasst in der Abwehr. Egal, Freunde, wir packen das noch. Oh, wunderschöne Kombination. Auf Musa, der ist doch schnell, der Musa. Mit dem Lupfer und der geht rein. Oh, auf der Linie klärt er den hier, der Schlawiner. So, Bernard. Bernard fliegt sich Ball über Gegner, perfekt drüber. Komm, Digga, mit dem Megidis. Egal, wir haben den Ball verloren, es geht weiter hier. Es geht weiter hier. Dumbia, Sergio Dumbia mit dem Roulette. Geht rein mit dem Außenriss. A la Ricardo Quaresma an die Latte. Was ein Schuss. Scheiße.
So, jetzt haben wir Dumbia. Dumbia. Der ist nicht so dumm. Zieht den Gegner ab. Verliert nicht den Ball. Mit dem Chop geht er rein. Immer noch am Ball, Dumbia. Komm on, jetzt wieder mit dem Roulette. Ah, jetzt hier Romulo Lukaku. Weiter auf Musa. Komm, Digga, setz dich mal durch. Oh, wunderschön. Jetzt mit dem Finesse-Shot. Und da ist das 1:1. Adrian Musa. Oi, oi, oi. Golasso. Schauen uns das Ganze nochmal in die Wiederholung an. Geht eben mit der Bekette. Bisschen gerade perfekt rein. Und dann, bam, rechts in die Ecke. 1:1, Freunde. Musa, geht rein, auf Megidi. Musa. Boah, jetzt aber schick ihn doch, wunderschön auf Fernando, Golasso, 2:1, Fernando, wunderschöner Pass hier von Musa in den Lauf und dann hier Fernando, bam, hämmert er das Ding in rein, 2:1. Nein! Hey, Iago Aspas, leck mich doch am Arsch, Alter. Was gibt's doch nicht, Mann! Wie kann er den wieder reinballern? Genau wie das erste Tor. Ja, Pantomime, leck mich doch mit deinem Meckes an den Fersen. Warum haben die Gegner Meckes-Zeichen an den Fersen, ey? Alter, ey. Können die sich keinen besseren Sponsor leisten außer McDonald's, ey? Ja, komm. Alter, habt ihr das gesehen, Freunde? Ey, der Gegner hat doch pures Glück. In der ersten Halbzeit hatte der wirklich einen Schuss und davon war einer drin. Ey, das fängt ja an wie bei der letzten Let's Kill-Folge. Ich krieg gleich einfach nur einen Ausraster, ne? Wie soll das denn gleich bei Pink Slips sein? Guckt euch das mal wieder an hier. Was soll das denn? Genau in dem Winkel wieder. Hat der einen Mod aktiviert oder was? Ja, Freunde, da ist das erste Spiel auch vorbei. Wir verlieren die Partie hier mit 4:2. Das kann mich so aufregen. Wir waren ganz klar besser als der Gegner. Haben viel mehr Chancen und sowas gehabt. Boah, egal. Gleich geht's weiter mit dem Spiel gegen einen von euch, Freunde. Da geht's um Sergio Ramos! Oh Mann, ey. Ich bin schon richtig nervös, ey. Ich will auf jeden Fall gewinnen, damit er unserem Team bleibt, sonst ist er weg. Ja, Freunde, dann sehen wir uns gleich bei dem Pink Slip Spiel. Bis gleich. So, Freunde, und hier ist das Team vom Abonnenten. Ja, jetzt geht's los auf jeden Fall mit dem Spiel um Sergio Ramos. Das wird richtig spannend, knapp. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Egal, wir drücken jetzt einfach weiter und schauen uns gleich mal sein Team an. Also, ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Ja, wenn er jetzt mal hier weiter drücken würde. Hör mal, Zeichendaten, drück weiter. Ja, hat er gemacht, okay. Oh, Junge, ich bin jetzt echt gespannt, was er für ein Team hat. SV Erzhausen. Oh, what the fuck, Alter. Ich sehe nur Pace. Oh, du Scheiße, Remy, Walcott. Oh, Sterling. Oh, De Bruyne. Adebayor. Ach, du Kacke, das wird ein schweres Spiel, Freunde. Ich setze mal lieber die Brille ab, damit ich besser sehen kann. Alles klar, los geht's. Ein Traum geht von mir in Erfüllung. Komm, Ball gespielt, weiter geht's. Musa, komm, Musa. Oben geht hier Gervinho mit seiner Riesenstirn. Geht da hier vorbei, Übersteiger, Doppelpass, zieh durch, Gervinho. Komm, wir müssen das 1:0 machen, wir müssen direkt loslegen. Ja, Gervinho geht rein, Finesse-Shot. Und dann, ja, das ist Musa. Was machst du denn da? Das gibt's doch nicht. Ja, komm, lauf, Musa. Was ist denn hier los? Musa, schieß. Ja, Golasso de Musa. Golasso, 1:0. Musa setzt sich hier durch und ballert das Ding in die linke Ecke. 1:0, Freunde. So, Megidi mit dem Einwurf auf Romulo. Der wieder zurück auf Megidi. Der mit seinem Trick hier mit dem Megidi Spin lässt den ersten Gegner aussteigen. Bleibt jetzt hier stehen. Macht einen Dragback-Fake. Geht jetzt hier rein. Komm, Megidi, das ist Pink Slips, aber ich zerskill den gerade hier. Jetzt hier Musa. Oh, schade. Da sind sie schlicht im Weg. Bam. Oh, fuck. Scheiße, bitte keine rote. Nein. Oh, was? Rot für Fernando. Ach, du Scheiße. Okay. Fuck. Bam. Ja, okay. Da hat's Bam gemacht, Alter. Da hat's wirklich Bam gemacht. Scheiße. Nein, Remy. Nein. Oh, der Keeper hat den weg damit. Fuck, Mann. Scheiße, nein. Oh. Junge, haben wir jetzt den Glück gehabt. Fast das 1:1. Aber wir machen jetzt direkt den Konter über Dumbia. Der ist ja gar nicht so dumm, wie er scheint. Komm weiter hier auf Benner. Benner, Übersteiger. Und verliert den Ball. Egal, da ist Sergio. Nein, es ist Dumbia. Wieder Dumbia mit dem Megidis Berberspin. Schießt drauf. Und der Gegner dazwischen. Scheiße, Mann. Wir brauchen das 2:0, Freunde. Nein. Oh. Junge, war das wieder knapp, ey. Ach du Scheiße, haben wir fast das Tor kassiert. Jetzt der direkte Konter über Bernard mit dem Roulette zieht er vorbei. Du bist schnell, zieh durch, gib ihm Böse. Jetzt da oben, Dumbia, lauf. Oh, nein, oh, durch die Beine, immer noch am Ball. Ah, komm, den kriegen wir. Setz dich durch, ja, komm, der ist doch dran. Scheiße, ey, Mann. Komm, ja, Musa jetzt. Musa, weiter auf Bernard. Komm, Digga, jetzt muss es schnell gehen. Berberspin, unten geht hier Musa wieder. Der ist schnell. Musa, wieder mit dem Berberspin. Komm, jetzt oben, Bernard. Wunderschön. Ah, fast wäre das schöne Tor geworden, wenn Bernard zwei Köpfe größer wäre.
Scheiße. Ja, erster Halbzeitstand, Freunde. 1:0 für uns. Was ein spannendes Spiel hier. Oh, die Chancen sind ausgeglichen. Wir schauen uns die Statistik an. Ja. Boah, Junge, das wird jetzt nochmal richtig spannend in der zweiten Halbzeit. Wir sind ein Mann weniger. Egal, wir versuchen unser Bestes, Freunde. Los geht's, weiter geht's. Oben geht wieder Megidi. Komm, Megidi, jetzt nimm den Gegner auseinander. Mach ihm mal einen Chestflick oder so. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Egal, wir sind trotzdem durch. Ja, ja, komm. Ja, geh dran. Oh, scheiße, ey. Wollte ich einen Chestflick machen und zieh den Ball einfach zurück, ey. Bester Mann. Scheiße, egal, komm weiter hier, Bernard, wunderschön unter sich den Ball, mit dem Trick, der Gegner fliegt hin, Bernard immer noch am Ball, guck mal, wie der dich durchsetzt, der kleine Zwerg, Alter, oh mein Gott, ist das geil, ey, komm, Alter, weg mit dir, boah, nimmt er den auseinander, Übersteiger, Übersteiger, geht links vorbei, jetzt muss die Flanke auf Dumbia kommen, Dumbia, jetzt der Nachschuss, oh, Junge, das ist, was geht denn hier ab, Mann? Das ist ein schöner Freistoß von Ramos, Alter. Mit Ramos. Ein Freistoß mit Ramos. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Mit Ramos. Und der kommt gut. Oh, der war knapp, ey. Der war knapp. Ramos, Alter. Das kennt man ja gar nicht von dem. Eigentlich geht er da quer nach oben, ey. Wie beim Football. Fuck, 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 fuck. Keine Flanke bringen. Ah, nein, nein. Weg da. Nein, nein. Oh. Bam. Oh nein, nicht wieder eine rote. Ah! Scheiße! Die zweite Rote, der Schiri verteilt gerade richtig hier. Scheiße! Erstmal hier die gelbe. Fuck, und dann die rote, ey. Scheiße! Oh, Gervinho fliegt sich den Ball über den Gegner. Jetzt Gervinho, Übersteiger, komm. Jetzt müssen wir ein bisschen Zeit schinden hier, Freunde. Ja, schöner Doppelpass hier. Hoppa! Hoppa! Komm, Gervinho! Gervinho mit seiner Riesenstirn. Oh nein, oh nein. Ran da, ran, Junge. Ran wie im Fernseher. Nein, oben. Oh nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Junge, Junge, Junge. Wäre der jetzt drin gewesen, das wäre das Tor in der letzten Sekunde. Scheiße, Mann. Komm jetzt, pfeif doch mal ab, du Schwein. Egal, lass diesen Angriff noch laufen hier, Benner. Komm, wir machen den Gegner jetzt frisch. Ja, komm. Oh nein, wir haben den Ball verloren. Pfeif ab. Pfeif doch ab, du Schwein! Pfeif ab! Nein! Pfeif ab! Oh! Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Er hat abgepfiffen, Freunde! Ja, Mann! 3:0 gewonnen! Zwei rote Karten! Musa, Junge! Was ein Spiel, ey! Was ein Spiel! Was ein geiles Spiel, Freunde! Wir haben gewonnen. Sergio Ramos bleibt in unserem Team, Freunde. Ist das geil. In dem nächsten Spiel, in der nächsten Folge, wird es dann um einen anderen Spieler gehen, damit wir unser Team erweitern können und die Chemie verbessern und so weiter. Unser erstes Spiel in der Pink Slips Road to Glory. Boah. Boah, geil, Freunde, ey. Mich würde es freuen, wenn die Folge wieder 1000 Likes erreicht oder 1500, wie ihr wollt. Es geht nämlich um Sergio Ramos! Ja, Mann, ey. Das war ein richtig geiles Spiel, Freunde. Also, das hat doch ein Like verdient, ey. Boah, ist das einfach nur geil, Freunde. Was das für ein Spiel war, ohne Spaß. Das hat so viel Spaß gemacht und war richtig spannend nochmal am Ende. Adrenalin pur. Ja, meine lieben Freunde, das war's dann jetzt von dieser Folge. Wir schauen uns mal eben die Statistik an. Ja, ich hatte eigentlich nur einen Schuss aufs Tor gehabt. Ja, egal. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Wie gesagt, liked unsere Facebook-Seite, um bei der nächsten Folge dabei zu sein. Vielleicht seid ihr ja unser nächster Gegner, beziehungsweise du. Ja, auf jeden Fall war's das jetzt, meine Lieben. Bis dann und ciao. Ach ja, wie gesagt, am Ende habe ich nochmal unseren zweiten Kanal verlinkt. Schaut dort vorbei. Dort gibt es Xbox One Gameplay von Ghost, Call of Duty Ghost und Battlefield 4. Haut rein. Tschüss.